Yo Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren Rotator-Eskalation und heute mache ich ernst. Viele von euch haben es sich gewünscht, wir werden uns die neuen Technik-Items anschauen und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird wieder eskalativ und da sind einige richtig geile Sachen dabei. Bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich will nicht zu viel spoilern, wir hüpfen jetzt sofort rein in die Eskalation. Let's go! Und heute schauen wir uns dann einmal den Scientist an. Der startet mit einem Amboss, bekommt 100% weniger Rüstung, also gar keine Rüstung, 100% weniger Tempo, also auch gar kein Tempo. Aber wir kriegen 2 Technik und 5 Ernte jedes Mal, wenn wir eine Waffe aufwerten. Und da wir ja mit dem Amboss starten, wird das am Ende jeder Runde garantiert passieren. Außerdem bekommen wir minus 100 Reichweite und 33% weniger Materialien, was jetzt bei der Mod hier gar nicht so schlimm ist, weil es da so ein paar Items gibt, die das wieder ausgleichen können. Und wir starten natürlich, wie sollte es anders sein, mit einer der neuen Technik-Items. Und zwar habe ich mich jetzt fürs Radio entschieden. Und ihr seht schon, das Radio hat einen ziemlich ausladenden Effekt. Am besten ist, wenn man das im Game gleich demonstriert. Deswegen hüpfen wir sofort rein auf Gefahr 5 im Endlos-Modus. Und jetzt spawnen so kleine Angriffsdrohnen. Diese Angriffsdrohnen machen Schaden, wenn sie Gegner berühren. Also wenn ich sie spawne, fliegen sie durch Gegner und verursachen Schaden. Und dann schießen sie noch ein paar Mal. Und wenn sie, glaube ich, 4 oder 3 Mal den Gegner getroffen haben, dann verschwinden sie von der Map und müssen dann erstmal wieder neu spawnen. Also schon mal ziemlich cooles Item, auch sehr einzigartig vom Look. Und wir haben natürlich jetzt das Radio aufgewertet. Das bedeutet, die Stats werden alle besser. Und wir haben natürlich Technik bekommen und Ernte und kaufen jetzt mehr Radios und wollen logischerweise natürlich dafür sorgen, dass wir immer was zum Upgraden haben. Das ist sehr, sehr wichtig bei diesem Charakter. Wir brauchen immer ein Item, das aufgewertet werden kann. Denn der Amboss soll natürlich seinen Job machen und Sachen aufwerten, weil der Amboss uns ja keine Rüstung geben kann. Das bedeutet, wenn wir 6 rote Waffen haben, haben wir das Problem, ja, dann haben wir den Amboss, aber der macht dann ja irgendwie nichts, weil er uns eben keine Rüstung geben kann in gar keiner Situation. Da wir keine Rüstung bekommen können. Wir brauchen also auch so schnell es geht krasse Technik-Items. Denn wir wollen natürlich nicht, dass die Gegner an uns rankommen. Das bedeutet, wir müssen uns irgendwie darum kümmern, dass die Gegner schön auf Ferne direkt wegrasiert werden. Wir nehmen ein bisschen Ernte mit und wir könnten eigentlich ein bisschen Leben mitnehmen. Sicher ist sicher. Wir gönnen uns natürlich nochmal ein Radio. Und das liebe Alien erstmal noch nicht. Und am liebsten hätte ich gerne nochmal ein Radio. Wir könnten auch die Alien-Zunge mitnehmen, aber guck mal, ob wir noch ein Radio kriegen. Leider nein. Das Gute ist ja auch, dass es in dieser Mod hier dieses Diebstahl-Item gibt. Das macht uns das Leben auch einfacher. Normalerweise würde ich sagen, minus 33% Materialien im normalen Brotato ist eigentlich immer sowas. Das finde ich nicht so geil. Weil Materialien zu cutten, das tut immer sehr, sehr weh. Das schadet dem Charakter auf vielen Ebenen. XP-technisch, einkaufstechnisch. Und reduziert damit, finde ich, einfach immer ein bisschen den Spaß. Aber wie gesagt, hier in dieser Mod gibt es so viele Items, die das irgendwie wieder aufheben können und die einfach krass sind. Da, glaube ich, ist das nicht so ein schlimmer Nachteil. Und die Ernte ist ja auch ganz nett, die wir bekommen. Wir haben immerhin schon 17 Ernte. Nimmt mal mit. Und wir gönnen uns natürlich noch mehr Technik. Und direkt ein Radio 2. Sehr, sehr schön. Haben jetzt schon 22 Ernte. Und den Kaktus brauchen wir eigentlich nicht. Können die kritten? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung, ob diese Drohnen, die wir schießen, kritten können. Das muss ich zeigen. Ich weiß es nicht. Kann sein. Oh mein Gott, was wir schon für eine Armee haben. Okay, Moment, wir brauchen gar keine Türme mehr. Wir haben einfach schon die Todesarmee am Start. Das Schöne ist halt, dass sie auch Contact Damage machen, wenn sie eben spawnen. Das heißt, es ist nicht ganz so schlimm, wenn die erstmal nicht direkt am Anfang schießen. Und die machen echt einen guten Job, wenn wir denen ein bisschen durchdringen geben. Also ich glaube mit einem Bandana oder so, die rasieren ja komplett rein. Und wenn die dann noch kritten könnten, wäre das richtig krass. Dann könnten wir nämlich einen Riesengürtel mitnehmen. Und die ballern ja ziemlich oft. Ich nehme aber auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Technik mit. Tempo konnten wir auch nicht kriegen mit dem Charakter, wenn ich mich nicht vertue. Tempo konnten wir auch nicht kriegen. Das heißt, wir holen uns noch ein bisschen Ernte, um damit wir die Ernte schön hochpushen. Holen uns mehr Gegner für mehr Geld und ein bisschen Sammelreichweite. Holen uns dann, denke ich, das Holzfällerhemd, das ist auch ganz gut. Was machst du auf der Stufe? Du bist immer noch, du machst einfach nur mehr Schaden. Also die werden einfach vom Schaden stärker. Was natürlich ziemlich nice ist, wenn man sich die Menge an Projektilen anschaut, die wir hier spawnen oder an Begleitern.
Und in meinem letzten Run mit dieser Mod habe ich ja schon gelernt, es gibt wirklich viele krasse Technik-Items. Also wir müssen nur ein bisschen Glück haben, weil die sind alle eher, würde ich sagen, etwas höherstufiger. Die waren ziemlich viele von denen, waren lila. Was natürlich dafür sorgt, dass wir die jetzt vielleicht nicht in den ersten 10 Runden sehen. Mit ein bisschen Glück vielleicht schon, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Aber da waren schon ein paar richtig krasse Sachen dabei und eigentlich sollten wir die heute auch bekommen, da wir ja mit diesem Charakter hier ein Technikcharakter sind und damit eine höhere Chance auf diese Art von Item haben. Und mit der Ernte kann ich mir das dann hoffentlich auch leisten. Wir nehmen mal ein bisschen Crit mit. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es irgendwas bringt. Schraubendreher brauchen wir auf keinen Fall. Der Rest ist mir auch erstmal egal. Broken Crystals direkt, aber die brauchen wir eigentlich auch nicht. Exploit, wir werden nicht auf Lifesteal gehen. Wir holen uns, glaube ich, ein bisschen Leben noch. Und dann holen wir uns einfach gar nichts mehr, weil wir nichts mehr bekommen. Schade, wir haben in Welle 12 direkt einen Elite-Gegner. Das ist natürlich äußerst unangenehm. Bis dahin müssen wir also stark sein. Ich möchte den nämlich auf jeden Fall töten. Also den Elite-Gegner müssen wir auf jeden Fall wegrasieren, damit wir unsere rote Kiste bekommen. Und das könnte ein bisschen schwierig werden. Ich muss jetzt mal darauf achten, ob die kritten. Oh, sie kritten. Sie können kritten. Let's go. Technik ist gerettet. Sie können kritten. Das ist natürlich richtig nice. Ich habe gerade eine gelbe 28 gesehen. Und das, yep, das ist der Schaden unserer Begleiter. Das ist definitiv nicht unser Schaden. Denn wir machen nur einen Schaden mit unserer Waffe, da wir ja nicht auf Nahkampfschaden gehen. Das ist natürlich jetzt richtig sexy, dass die Dinger kritten können. Das ist nice. Wir können keine Rüstung mitnehmen. Ich hätte es fast mitgenommen. Elementarschaden ist uns egal, also können wir die Milch einpacken und Abfahrt. Ernte, let's go. Nochmal Ernte. Billigere Preise auch sehr, sehr gut. Regeneration ist das Einzige, was wir sinnvoll nutzen können. Wir brauchen weder Nahkampf noch Fernkampf, also ab dafür. Wir gönnen uns Ausweichen und Ernte. Oh, Magic Mirror war auch richtig krass. Wir können das nächste Item noch zweimal mehr kaufen. Da könnten wir richtig krank auf Ernte gehen. Also wir könnten das jetzt kaufen und dann könnten wir gleich dreimal 20 Ernte kaufen und verlieren noch dreimal 15 Leben. Nee, ich würde tatsächlich erstmal sagen, wir kaufen das einmal für die Ernte. Ich will nicht zu viele Leben opfern, weil wir ja keine Rüstung kriegen können. Oh, das will ich auch für die Ernte haben, aber das lohnt sich nicht hiermit. Und dann kaufen wir das gleich, dann kaufen wir das und dann versuchen wir damit irgendetwas zu kriegen, was uns irgendwie mit uns synergiert. Und wir haben schon unser erstes rotes Begleiter-Item. Bis jetzt macht es auf jeden Fall eine Menge Spaß, muss ich sagen. Also, ich finde das schon richtig cool. Und ich finde ja sowieso immer die Sachen sehr, sehr cool, die ein bisschen was Eigenes haben. Weil hier haben wir wieder diese komischen Dinger, die hier rumfliegen. Habe ich noch nie gesehen. Gibt es so im Rotato nicht. Finde ich immer 10 von 10, wenn es sowas gibt. Weil das macht einfach nur Laune. Da sieht man, der Mod-Entwickler oder vielleicht auch die Mod-Entwicklerin hatte Bock und hat hier wirklich noch ein paar eigene Sachen reingebracht. Und ich meine generell, diese Mod hat ja so viel Zeug, also ich wette, selbst wenn wir einen richtig krassen Technikbild haben, kann ich euch gar nicht in diesem Technikrun alles zeigen, was es hier überhaupt gibt, weil es einfach so unglaublich viel ist. Vor allem in dieses komische Item, was ich gerade eben gekauft habe, das habe ich im letzten Run gar nicht gesehen, also dieses mit der Ernte und minus 5 Leben. Leben wären auch nett, aber Technik, komm, immer weiter auf Technik. Jetzt kaufen wir das für die Ernte. Und dann kaufe ich das. Dann müssen wir natürlich jetzt irgendwas öfter kaufen. Wir könnten das öfter... Wir können keine Rüstung verlieren. Wir können einfach 16 Ernte dreimal kaufen. Wir verlieren keine Rüstung. Haben damit 160 Ernte. Mehr Bäume ist gut. Werkzeugkasten ist sehr, sehr gut. Oh, Lotterieticket hat aber nur eine 10%ige Chance. Ich glaube, das werden wir nicht riskieren. Obwohl... Ich habe 160 Ernte, wir könnten eigentlich 38 ausgeben für ein Lotterieticket. Das ist eine Chance von 10%. Mal gucken, wie viel Glück ich habe. Also ich halte es für unwahrscheinlich, dass ich da jetzt was gewinne, aber wer weiß, vielleicht sind die Potato-Götter ja auf meiner Seite und mit 500 könnten wir eine Menge Blödsinn anstellen. Gerade so früh im Run wären 500 Materialien natürlich richtig heftig. Und mit 160 Ernte jetzt und wir kriegen ja permanent weiter Ernte, wenn wir Dinge aufwerten, würde ich sagen, sind wir eigentlich an einem ganz guten Punkt. Also wir sollten jetzt schon die Wellen mehr Geld verdienen, als wir normalerweise aus der Welle rauskriegen würden, weil die Gegner ja immer noch was droppen. Die droppen ja immer noch 66% ihrer Materialien, besser als gar nichts.
Aua, ich muss nur ein bisschen aufpassen ohne Rüstung. Wir brauchen auch definitiv ausweichen diesen Run, also 100%. Und Bärtierchen brauchen wir auch schneller als sonst, damit wir einfach später schon im Endes-Modus nicht genuked werden. Und wir kriegen Glück. Ein bisschen Glück wäre gar nicht so verkehrt, dass wir da auch mal anfangen, so ein bisschen Glück zu bekommen. Und nochmal ein bisschen Glück. Und jetzt, Lotterieticket hat jetzt eine 30%ige Chance. 1:3. Komm schon. Nein! Schade, aber es war nicht so teuer. Werkzeugkasten, wir haben gar kein Angriffstempo, aber ich würde sagen, das ist aktuell noch relativ egal. Dinger skalieren nicht mit Angriffstempo und wir kriegen endlich mal noch ein Radio. Da fehlen uns nämlich auch weitere Radios. Boah, die Waffe ist ja auch cool, die ist mir letztes Mal schon aufgefallen. Mann, es gibt so viele coole Waffen in dieser Mod, die kann ich gar nicht alle spielen. Das ist echt mies. Brauchen wir alles nicht? Was ist das denn? Intelligente Remote Control. Braucht einen Waffenslot mehr als normal. Okay, und die spawnt 4 Begleiter um uns herum, die Gegnern Schaden machen, diese berühren und die Kugeln absorbieren. Warte mal, was? Ah, den können wir nicht mitnehmen, weil wir haben zu wenig Waffenslots dafür. Aber das müssen wir uns mal anschauen. Das klingt ja richtig heftig. Also das klingt richtig heftig. Das werden wir gleich mal einpacken. Aber das verbraucht 2 Waffenslots, was eigentlich für unseren Charakter nicht optimal ist, weil wir... Naja, eigentlich immer Waffen zum Upgraden haben wollen. Das heißt, ich muss eigentlich immer einen Waffenslot leer halten. Also ich würde sagen, den Charakter hier optimal zu spielen ist, man hält immer einen Waffenslot leer, beziehungsweise packt da immer eine neue Waffe rein, die der dann wieder aufwerten kann, damit man eben jede Runde diese Technik und die Ernte bekommt. Und wenn ich mir jetzt so ein 2-Waffenslot-Ding hole, dann ist das halt, wenn es aufgewertet ist, sind es schon direkt 2 Slots. Das ist, glaube ich, nicht so optimal. Aber wir schauen mal. Was wir auf jeden Fall gebrauchen könnten, wäre Durchdringung, auf jeden Fall. Weil die UAVs natürlich, oder die Dinger hier, was auch immer das ist, die nur einmal den Gegner treffen und die Kugeln halt nicht durch Gegner durchfliegen. Das ist schlecht hier gerade. Okay, wir werden gleich auf jeden Fall dieses Contact-Damage-Ding mitnehmen, weil jetzt gerade hier merkt man auch, ich könnte was gebrauchen, was direkt an mir dran ist und mich verteidigt. Wettstein bringt uns nichts. Was auch immer das ist, das nehmen wir auch nicht mit. Oh, 20% Glück, das gönnen wir uns doch mal. Angriffstempo würde ich auch eigentlich langsam wollen, aber ich baller jetzt erstmal die Ernte weiter hoch. Und wir upgraden das jetzt auf Rot. Gönnen uns dann das hier und jetzt müsste ich alle Slots voll haben. Also ich glaube, jetzt kann ich keine... Ja, jetzt kann ich keine weitere... Ach, hier steht es auch 5 von 5. Das bedeutet, wir haben jetzt keine Möglichkeit, eine weitere Waffe zu kaufen. Das Ding ist komplett useless, das macht einfach gar nichts. Ich könnte es jetzt kaufen, damit es weg ist, aber ich glaube, wir müssen erstmal nach anderen Items suchen. Sonst sind wir ein bisschen zu schwach. Ja, Kürbis. Lasergeschütz können wir natürlich mitnehmen, ist ein Klassiker, ist aber auf jeden Fall ein Item, das mit Technik skaliert. Ich hätte echt gerne ausweichen. Ein paar Leben nehmen wir auch mit. Komm schon, irgendwas mit ausweichen. Schade, kein Ausweichen. So, jetzt haben wir hier dieses UAV. Was macht das? Ey, okay, what? Okay, 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 okay. Das ist, glaube ich, ziemlich geil. Die Rettung für Technik ist da. Oh mein Gott, jetzt weiß ich auch, warum das 2 Slots beansprucht. Kann das auch kritten, ist die Frage. Kannst du kritten? Ich muss da mal drauf achten. Wir haben nur 5% Crit. Das macht 36 Schaden. Wenn wir irgendwo eine 72 sehen, dann hat das Teil gekrittet. Es sieht aus, als könnte es nicht kritten. Oder? Ich bin mir nicht sicher, aber sie... Oh mein Gott, ist das krass. Und das wird jetzt automatisch aufgewertet. Und ich glaube, das ist schon ein eher seltenes Item. Das sieht ja übel geil aus, also Respekt an den Mod-Ersteller. Natürlich wie immer, bevor ich es wieder vergesse, ich packe euch den Link zu dieser Mod hier sowas von in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr auch selber mal gucken, was passiert, wenn ihr hier die Technik auspackt. Und es sieht sehr, sehr gut aus. Ey, ein normales Geschütz gönnen wir uns auch. Und ein bisschen Angriffstempo langsam mal. Oh, wir kriegen das nochmal. Aber jetzt weiß ich nicht, ob sich nochmal 2 Waffenslots opfern lohnt dafür. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir nehmen das einmal mit und den Rest packen wir diese Radios rein und wir könnten nochmal hier ein bisschen Ernte ranholen. Nochmal Tempo und Technik. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ach ja, wir können ja gerne Tempo kriegen.
Ansonsten, dich nehmen wir auch mit. Dann haben wir das erledigt und du bist gut für uns. Radio in normal. Jetzt ist die Sache, ich würde gleich tatsächlich, glaube ich, schon Radio wegwerfen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich warte erstmal, bis alles rot ist. Köder, wichtig. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall mehr Items. Und nochmal ein normales Geschütz. Ey, warum nicht? Normales Geschütz zum Start. Ich nehme auch mal den Kürbis mit, falls wir gleich einen Bandana bekommen sollten. Dann können wir mit dem Kürbis natürlich noch ein bisschen Schaden rausholen. Ich mache mir jetzt ein bisschen Sorgen für den Elite-Gegner gleich. Weil natürlich das Problem so ein bisschen ist, dass wir sehr, sehr schwach sind, was Schaden nehmen angeht. Also wenn ich Schaden kassiere, dann bin ich sehr, sehr schnell weg. Außerdem habe ich dadurch, dass ich so oft dieses blöde Erde-Item mitgenommen habe, auch sehr, sehr wenig Leben. Aber ich habe das Gefühl, das brauchen wir auch einfach, weil der Charakter natürlich geldtechnisch ein bisschen struggelt. Und wenn man da schnell die Ernte hochballert, hat man natürlich ausgesorgt. Aber ich muss wahrscheinlich jetzt in den Level-Ups gleich mich ein bisschen um Leben kümmern, sonst könnte das knapp werden. Aber es sieht so aus, als könnten diese Dinger, die um uns rumfliegen, diese schurigen, riesigen, schurigen Drohnen, als könnten die nicht kritten. Ich habe sie jetzt kein einziges Mal kritten sehen und das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, dass sie das können. Aber, oh mein Gott, ich muss echt aufpassen. Uiuiui, also wenn ich da in den Gegner reinlaufe, bin ich direkt weg. Schwere Geschosse, die brauchen wir auf keinen Fall. Köder, ja, könnte man mitnehmen, halte ich aber auch für sehr riskant. Und jetzt Leben, bitte. Leben, wichtig. Die Rüstung können wir nicht kriegen. Lifesteal ist uns egal, weil wir das nicht bocken können, weil wir nicht selber angreifen. Nochmal 12 Ernte. Komm, ich übertreibe es ein bisschen mit der Ernte. Aber das lohnt sich für später. 8 Glück verlieren für 8 Max AP. Ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Max AP. Es muss einfach sein. Wir können kein Tempo kriegen, deswegen bist du ziemlich nutzlos. Ihr seid irgendwie auch alle ziemlich nutzlos. Metalldetektor, sehr, sehr gut. Wir können dann noch ein bisschen mehr Geld aus dem Geld rauskriegen, das auf dem Boden droppt. Und wir kriegen natürlich Glück und Technik, beides sehr, sehr gut. Aber Prozentschaden verlieren ist nicht so optimal. Also wir sollten vielleicht langsam auch uns ein bisschen um Prozentschaden kümmern. Ich habe so ein paar Baustellen, muss ich sagen. Prozentschaden nehmen wir auf jeden Fall gleich mit. So, kriege ich dich jetzt tot. Du bist Marty McFly. Oh mein Gott. Wenn wir dieses Ding auf, jetzt haben wir 5 von diesen Dingern, wenn wir dieses Schuriken-Teil aufwerten, dann werden das einfach mehr. Wir hatten eben 3 und wir haben jetzt 5. Und auf roter Stufe haben wir wahrscheinlich dann 7. Oh mein Gott. Warte mal, gehe ich auch nur noch auf diese Schurikens? Vielleicht gehe ich doch auf diese Schurikens. Das ist ja übel krank. Die haben den Boss einfach wegrasiert in Sekunden. Ohne, dass sie kritten können. Oder zu, bis jetzt zumindest habe ich es auch nicht gesehen. Vielleicht habe ich es auch übersehen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich es übersehen habe. Kann auch sein. Aber ich glaube wirklich, dass die Teile nicht kritten können. Aber absolut krass. Absolut krank einfach nur. Technik ist gerettet. Diese Mod hier rettet Technik einfach mal komplett. Und das Item ist uns komplett egal. So, jetzt nehme ich nicht nochmal Ernte mit. Wir müssen jetzt, ich nehme mal ein bisschen Crit mit für unsere Angriffsdrohnen. Dann holen wir uns ein bisschen Prozentschaden. Wir müssen uns jetzt mal auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Crit und Ausweichen, wichtig. Wir müssen Ausweichen hochkriegen. Crit ist auch ganz nett, deswegen her damit. Reichweite ist uns eh komplett egal, weil wir ja unsere Begleiter haben. Ich nehme jetzt nicht nochmal das hier mit. Ja, ich überlege echt, ob ich das hier mitnehme. Da müssten wir nochmal 2 Waffen opfern. Aber ich finde die Teile hier so krass, die skalieren 80% mit Technik. 8 UAVs, okay, komm, tschüss. Tschüss, wir nehmen die Dinger mit, es ist entschieden. Wir machen 2 hiervon und 2 hiervon. Es ist entschieden. Ich nehme das jetzt nicht. Oder nehme ich das nochmal mit? Nee, wir haben jetzt genug Ernte. Ich möchte jetzt wirklich. Oh mein Gott. Drohne, das ist natürlich nice. Glück und Ernte ist auch nice. Angriffstempo und Crit verlieren ist erstmal jetzt per se nicht so schlimm. Die nehmen wir nicht mit. Ihr wisst warum. Weil die unseren ganzen Bildschirm dann nur mit diesen Standardtürmen voll spammt. Und wir wollen natürlich später noch mehr Spezialsachen haben. Deswegen bist du raus. Was? Du Glück und Ausweichen. Das Ausweichen ist blöd, aber 25% Schaden ist sehr, sehr gut. Attack Speed nehmen wir mit, denn verbessertes Werkzeug ist hier der Burner. Oh mein Gott.
Ich bin einfach der lebende Mixer. Was ist das bitte? Was ist das bitte? Das wird ja komplett gestört. Ich bin verliebt, glaube ich. Ich weiß nicht, was los ist, aber ihr merkt es ja auch jetzt hier auf dem Kanal in letzter Zeit. Meine Liebe für Potato ist neu entbrannt. Naja, was heißt? Ich habe die Liebe für Potato ja nie verloren, aber das Problem ist halt, ich hatte so ein bisschen Content-Flaute und wusste einfach nicht mehr, was ich machen soll. Und jetzt auf einmal hier finde ich hier wieder diese Mods, die ich einfach übersehen habe und neuer Content, den ich nicht kenne und geiles Zeug. Und da macht Potato einfach wieder so viel Bock. Es ist so krass. Immer wenn man neue Sachen in diesem Game hat, die man ausprobieren kann und neue Charaktere und neues Zeug, neue Waffen, neue Items, ey, das macht einfach nur Laune, die Runs wieder zu machen. Es ist so viel Spaß. Ich meine, man merkt es wahrscheinlich auch, weil ich die ganze Zeit immer voll gehypt bin. Es macht einfach nur Spaß. Es ist einfach nur geil. 7 Crit, ja gut, Crit ist jetzt irgendwie obsolet dann doch, wenn wir halt jetzt auf diese Kreisel, Boomerang, Schuriken-Dinger gehen. Ich nehme... Technik ist auch verlockend. Ah, nee, komm, Lila. Lila ist besser als Blau. Wir nehmen Lila mit. Und jetzt 25% Schaden, damit wir da mal positiv sind. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das einen Effekt hat. Das hat auf jeden Fall einen Effekt auf die Teile. Ich glaube aber hier drauf nicht. Weil das sind Konstruktionen, das hier sind keine Konstruktionen. Ausweichen für Rüstung ist perfekt. Wir können keine Rüstung haben. Tentakeln sind an sich auch vollkommen egal für uns. Was ich jetzt machen werde, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber wir werden jetzt schon mal eine dieser Dinger verkaufen und neu in Weiß kaufen, damit wir weiterhin immer mit dem Amboss was zum Aufwerten haben. Und diese Dinger sind jetzt nicht so wichtig. Also ihr seht, das macht 39 Schaden in Weiß und es macht 39 Schaden in Rot. Nur die Menge an Begleitern ist unterschiedlich. Also schadenstechnisch verliert man natürlich was, aber ich denke, das ist es wert. Heilungsgeschütz. Was ist das denn? Ein Blitzspeer? Der sieht ja cool aus. Heilungsgeschütz weiß ich nicht. Ich glaube, das bringt uns nicht so viel. Aber wir nehmen es mal mit. Es ist ja ein Item, das immerhin irgendeinen Effekt. Was ist das denn? What? Verbraucht alle Waffenslots. Spawnt eine Kriegsdrohne, die den Spieler umfliegt und 135 Schaden verursacht. 150% mit Technik skaliert. What? Was zum Teufel? 665? Oh mein Gott, das klingt komplett geil. Aber das Problem ist, das Item funktioniert nicht mit unserem Charakter. Oh, ich würde das so gerne austesten, aber da müssten wir alle unsere Waffen verkaufen und neu kaufen und ich glaube, das lohnt sich nicht. Weil wir brauchen einfach den Amboss. Die Amboss-Mechanik ist auf diesem Charakter zu wichtig, um jetzt hier dafür das mitzunehmen. Weil dann haben wir nur noch diese Waffe und können die nicht mehr aufwerten. Aber dann müsste ich schon fast wieder einen neuen Run mit starten mit der Waffe. Oh mein Gott. Das klingt ja richtig krass. Das klingt ja richtig krank. Aber es ist leider für den Charakter nicht so gut. Weil wir dann einfach diese Technik und Erntemechanik nicht mehr nutzen können. Ah, Mann. Ich weiß es nicht. Ich bin unentschlossen gerade. So eine War Drone. Aber es hat auch nur eine einzige. Wie krass wird die bitte sein? Ich überleg's mir. Wenn wir das Teil nochmal sehen. Wenn wir das... Aber warte mal. Diese Boomerang-Dinger, die mich umkreisen, die absorbieren auch Projektile. Wait, die absorbieren Projektile, die Teile. Stimmt. Oh mein Gott, die essen einfach Projektile auf. Natürlich auch schon ziemlich gut. Also, das ist alles extrem gut, was wir haben. Ich würde sagen, für den Charakter ist das, was wir gerade machen, besser. Immer diese Radius verkaufen, neu leveln für die ganze Technik eben. Das ist, glaube ich, die beste Strategie. Technik, let's go. Weil wir damit halt natürlich immer die Technik, immer die Ernte bekommen, obwohl die Ernte jetzt auch nicht so wichtig ist. Ich kaufe jetzt auch nicht das Radio hier raus, weil wir wollen das ja von Hand leveln praktisch mit dem Amboss. Beziehungsweise eher nicht von Hand leveln, sondern der Amboss soll es leveln. Was ist das? Fernkampfschaden, Reichweite, das nehmen wir glaube ich auch nochmal mit. Mehr Glück ist immer gut. Und ansonsten Crit und Ausweichen, ja, komm, Ausweichen will ich haben, Range ist eh komplett egal. Das hier können wir auch mitnehmen, mehr Leben und Nahkampf, Fernkampfschaden ist uns auch völlig egal. Eine Hordewelle, ich glaube, wir könnten bei der Hordewelle einfach AFK in der Mitte stehen bleiben.
Ich sag's jetzt schon. Wir müssen nichts machen. Ich kann hier stehen bleiben. Projektile können uns nicht treffen, weil die absorbiert werden von unseren Begleitern. Gegner, die im Nahkampf sind, kommen nicht an mich ran. Die werden einfach... Oh mein Gott, ist das broken. Oh mein Gott, ist das broken, Mann. Ist das geil. Und wir müssen jetzt... Wir sind einfach der Todesmixer. Wir müssen jetzt nur noch darauf warten, dass die Welle fast vorbei ist. Dann können wir unser Geld einsammeln und dann musste ich in der Hordewelle nichts machen. Ich musste mich wirklich keine Sekunde bewegen als Technikbild, was schon ziemlich krass ist. Oh, ich war zu spät, Alles gut, nice. 850 Materialien. Plastiksprengstoff, ja, bringt uns nichts, aber ich nehme es mal mit. Weil, ist ja geschenkt. Dann holen wir uns noch ein bisschen ausweichen. Das muss jetzt langsam hoch. 4 Technik, auch sehr, sehr gut. Nochmal Technik. Let's go. Schmoop gönnen wir uns natürlich auch. Nochmal Technik. Einmal kostenlos würfeln ist auch nicht schlecht. Und hier ist einfach eine AK im Shop. Das Toxic haben wir gerade gar nicht. Das brauchen wir eigentlich alles auch nicht. Das Item brauchen wir. 10% Chance, ein Material mehr zu bekommen, wenn wir Materialien einsammeln. Das ist wichtig für diesen Charakter, besonders wichtig. Tyler, ey, was geht? Willkommen im Team, mein Bester. Und dann gehen wir direkt weiter. Oh mein Gott, die ganzen blauen Punkte, die jetzt schon, oder die ganzen blauen Kreuze eher, die jetzt schon spawnen. So, Tyler ist am Start, der wird natürlich komplett useless sein, aber ich habe ihn ins Team geholt, weil er ein Technik-Item ist. Und das qualifiziert ihn schon als Begleiter. Na gut, er ist jetzt am Anfang gar nicht so schlecht. Und vielleicht auch nicht so bad auf dem Charakter, weil wir auf dem natürlich extrem viel Technik bekommen. Mir fällt gerade ein, es gibt ja noch das Buch, das uns Technik für Elementarschaden gibt. Das könnten wir auch sehr, sehr gut gebrauchen, wenn wir dann einfach noch ein bisschen Elementarschaden nebenher mitnehmen. So, wenn wir eh jetzt gerade nichts anderes mitnehmen können. Dann könnten wir da natürlich auch nochmal ein bisschen Schaden rausholen. Das würde sich auch sehr, sehr lohnen. Ich hätte tatsächlich wirklich gerne den Extramagen jetzt früh. Ich habe den Extramagen ja immer sehr, sehr gerne. Aber gerade auf dem Charakter hier, der uns die Möglichkeit nicht gibt, irgendwie an Rüstung zu kommen, wäre so ein Extramagen doch schon sehr, sehr gut, dass wir später im Endlos-Modus nicht mit einem Treffer weg sind. Da habe ich nicht so Lust drauf. Aber es kann natürlich passieren. Und dementsprechend wäre das schon ganz schön, wenn wir das bekommen würden. Technik 4 und 15 Reichweite mit dem Radar. Ja, Nahkampfschaden brauchen wir eh nicht. Oh, das ist auch gut. 50 Ernte, 10% Angriffstempo für 20% Schaden. Und es ist einzigartig. Wir können es also nur einmal kriegen. Sparschwein ist auch weg. Technik nochmal, let's go. Und wir haben immer noch ein Radio. Wir holen uns noch ein bisschen Angriffstempo. Und jetzt habe ich natürlich ein bisschen Prozentschaden eingebüßt. Ich könnte hier Schaden mitnehmen oder ja, XP mitnehmen für Glück, aber ich glaube erstmal nicht. Ausweichen, perfekt. Technik, perfekt. Nochmal ein bisschen Ernte. 10 Crit für 3 Tempo. Wir können kein Tempo verlieren. Ich nehme es einfach mal mit. Bisschen Crit schadet nie. Ausweichen und Ernte, let's go. Nahkampf und Fernkampfschaden ist uns egal. Technik und Rüstung. Ach ja, warte, ich kann ja keine Rüstung kriegen. Okay, wir nehmen ein bisschen Leben mit. Das klang in meinem Kopf besser, als es auf dem Papier war, weil Rüstung gibt es uns ja nicht. Aber immerhin ein Technik. Und wir haben jetzt beide von diesen Boomerang-Dingern auf Maximum. Das bedeutet, oder von diesen Fidget-Spinner-Dingern, was auch immer das sein soll, Rasierklingen, Drohnen, haben jetzt beide auf Rot. Das bedeutet, wir haben jetzt 16 Stück von denen, die Projektile absorbieren, Gegner angreifen in unserer Nähe, also richtig nice. Wir stellen uns mal zu Tyler hin und schauen mal, ob uns irgendwas gefährlich werden kann. Ach, es ist so schön, wenn man nicht an Projektile denken muss, ey. Das ist ja einfach, das ist einfach ein Träumchen. Das ist wirklich einfach nur ein Träumchen. Keine Projektile, die nerven, nichts kann mir Schaden machen. Nur die Gegner in meiner Nähe können mir Schaden machen. Nice. Nochmal eine Kiste, sehr, sehr gut. Unser Glück, würde ich sagen, ist ganz okay. Wir haben, unsere Ernte ist Premium. Wir kriegen Augen-OP, ja gut, nehme ich mit. V, ah, nächste Runde kommt der Elite-Gegner und wir können keine Rüstung haben. Jetzt ist die Sache, wie schnell kriege ich den Tod? Ich würde es schon gerne mitnehmen,
weil wir auch so extrem viel Ernte haben. Das würde uns sau viel XP geben. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Wir gehen rein. Es ist sehr, sehr riskant, was ich jetzt gemacht habe. Wir holen uns noch ein bisschen Leben. Oh, das ist... Nee, das ist mir zu gefährlich. 1% Gegner pro 5% Angriffstempo. Jetzt machen wir wieder den Move hier. Du wirst verkauft. Du wirst gekauft. 12% Schaden. Naja, ist auch nicht so wichtig. Das hier ist gut. Crit ist, habe ich... Vielleicht sollte ich gar nicht mehr auf Crit gehen, weil Crit doch für die Dinger echt gar nichts zu bringen scheint. Und 12 Leben mehr ist gut. Bisschen Regeneration ist auch nicht schlecht. Batterie, 15 Max-LP, minus 15 Max-LP am Ende einer Welle plus 1 Technik. Also warte, hä, wie funktioniert das jetzt? Man kriegt 15 Max-LP, aber am Ende einer Welle verliert man die wieder. Das bedeutet, man bekommt für eine Welle 15 Leben mehr und das war's. Also, und man bekommt noch 1 Technik. Ja gut, wir nehmen es mit. Wir kriegen jetzt ja gleich auf jeden Fall einen Elite-Kampf und ich kriege 15% mehr Schaden. 50%, was ist das denn? Guided Missile. Man sieht ja übel, 500% Fernkampfscaling, 400% Elementarscaling. Oh mein Gott, irgendwelche zielsuchenden Raketen hier. Ich will die ausprobieren. Meine, ich will die ganzen coolen Waffen ausprobieren. Okay, jetzt komm, bitte gönn, bitte gönn. Fast eine 60%ige Chance. Wir holen uns vorher das. Jetzt eine 66%ige Chance. Nein! Wo ist mein Glück? Oh, das tut weh. Hiervon brauchen wir auch nichts. UAV, nice. Das brauchen wir. Ein UAV, das um uns herum fliegt und Contact-Schaden an Gegner macht und auch Projektile absorbiert. Sehr, sehr geil, dass wir das bekommen haben. Und jetzt rein in den Elite-Kampf mit 50% mehr Schaden gegen Schnappi. Also wir kriegen 50% mehr Schaden. Ich würde mal sagen, unsere Begleitung hat Schnappi easy rasiert. Ich musste ein bisschen aufpassen. Musste ein bisschen dodgen. Wir hätten den schneller töten können. Wenn ich nicht den V mitgenommen hätte, dann hätte ich den da gerade definitiv komplett rasiert. Ich fühle mich gerade übrigens wie mein eigenes Planetensystem. Also wenn wir jetzt noch mehr von diesen UAVs bekommen, die auch noch um mich rumfliegen. Projektile werden uns, glaube ich, heute nicht töten. Also so wie das aussieht, werden uns Projektile wahrscheinlich einfach komplett egal sein. Das ist ganz schön, dass ich darauf nicht achten muss. Ich muss wirklich nur darauf achten, wo Nahkämpfer sind und wo Elite-Gegner gleich sind, weil die natürlich den dicken Schaden rausdrücken. Und ich darf jetzt echt in nichts reinlaufen mit dem V. Mal gucken, ob wir eine Kiste kriegen. Leider nein. Jetzt kriegen wir übel viel XP. Wie viel wird es sein? 2 Level und 1000 Materialien. Roboterarm. Roboterarm, fantastisch. Technik, Rüstung. Ah, ne, Rüstung ist egal. Aber 6 Technik ist schon mal nice. Ansonsten, hier, das ist mir egal, Leben nehmen wir noch ein paar mit und wir nehmen nochmal 12 Ausweichen mit, dann haben wir 56, sind also fast am Cap für Ausweichen. Ah, das hier ist eigentlich alles komplett egal, gefährlicher Hase ist ganz nett. Das ist auch alles egal, Traktor ist ein bisschen spät jetzt, könnte man mitnehmen. 40. Ah, doch, das gibt. Er bezahlt sich auf jeden Fall noch selber, glaube ich. Obwohl wir gehen jetzt in Welle 9. Ne, er bezahlt sich nicht mehr selber. Das lohnt sich nicht. Wir nehmen jetzt keine Ernte mehr mit. Wir haben genug Ernte. XP können wir aber noch mitnehmen. Das geht immer. Wanderbot ist theoretisch ein Technik-Item, weil es ja ein Bot ist. Auch wenn er keinen Schaden macht, nehmen wir mit. Und das hier ist alles uninteressant. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Ich will nicht so viel Geld verdrehen. Mein Gott, wir haben halt wirklich jetzt noch einen Wanderbot dabei. Wir haben einfach alles dabei. Mein Todesstern ist auf jeden Fall ready. Wir bleiben stehen wieder. Wir bleiben stehen, schauen, ob irgendwas passieren kann. Es sieht nicht danach aus. Oh, ich habe gerade 30 Schaden gekriegt. Der Charger ist ja wohl doch... Ja, Charger sind dann vielleicht doch ein bisschen ein Problem. Die sind ein bisschen zu schnell. Aber ich muss jetzt schon sagen... Ich finde, das hier ist von allen Mods, die ich bis jetzt im Rotato getestet habe, was Technik angeht, schon mal die beste. Es gibt so viel cooles Technikzeug, das ist meiner Meinung nach auf Platz 1. Generell, was coole Waffen angeht, auch sehr, sehr weit oben. Vielleicht sogar auch Platz 1 bis jetzt. Also das Ding hat so unglaublich viele Waffen. Das ist einfach nur krass. Ich sehe ja jetzt immer noch neue Waffen, die ich noch nie gesehen habe im Run. Die wollen wir auf keinen Fall haben. Die spammen uns nur alles voll. Attack Speed von mir aus und Technik. Let's go. Oh, wir kriegen nochmal so ein Ding. Könnt ihr jetzt sagen, wir machen die ganz weg.
Und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich glaube, wir nehmen, weil die Strategie halt, das jetzt wieder zu löschen, dann holen wir uns das neu. Explosionsgeschütz nehmen wir mit. Ist auf jeden Fall wieder was, was mit Technik skaliert. Mehr Schaden gegen Bosse, auch extrem gut. Glaskanone ist eigentlich nur plus 25, weil die minus 3 ja nicht triggern können. Magic Mirror könnte krass werden. Oh mein Gott, komm, komm, komm. Welches Item können wir mehrmals kaufen? Das ist alles nicht so... Also das... Warte mal, das gibt uns Technik. Und es gibt uns Crit. Das würde uns 45% Crit geben und 9 Technik, weil wir es ja dreimal kaufen. Und Tempo können wir nicht verlieren, also ab dafür. Nice. Crit ist zwar nicht so wichtig, aber Technik nimmt man mit. Und vielleicht kriegen wir irgendwas, was mit Crit skaliert, wie den Glückspfennig oder so. Dann haben wir da immerhin noch was von. Weapon Overflow Critical Chance. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich weiß aber nicht, wie das mit Waffen funktioniert, die nicht critten können. Aber da wir eh auf Crit gehen, nehmen wir es einfach mit. Und wir gönnen uns hier noch den Bone Sensei und gehen rein. Ich habe ein bisschen Angst, weil die werden sehr viel Schaden machen. Weil wir keine Rüstung haben können. Und das Gute ist, wir können bei dem... Okay, ich habe nichts gesagt. Ich wollte sagen, das Gute ist, wir können bei denen in der Nähe bleiben und dann wird der wegrasiert. Aber es war komplett easy. Es war einfach komplett easy. Und das ist jetzt natürlich unsere Zerstörungsrunde. Jetzt kriegen wir 2 rote Items. Wir haben schon den Amboss, logischerweise, weil wir mit dem starten. Dadurch, dass wir schon den Amboss haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwas anderes Gutes bekommen, natürlich ein kleines bisschen erhöht. Wir könnten das Diplom auch gebrauchen. Das ist tatsächlich mal ein Run, wo ich das Diplom ohne zu fragen und ohne mich zu beschweren sofort mitnehme, weil natürlich Technik, Diplom ist die Traumkombo. Deswegen, die beiden hätte ich schon sehr, sehr gerne zusammen. Wir sammeln hier so viel Geld ein, wie irgendwie möglich. Und kriegen große Arme, was natürlich leider ein totaler Griff ins Klo ist, bringt uns gar nichts. Und Extramagen, immerhin. Damit haben wir ein weiteres geiles Item. Relativ früh bekommen, würde ich sagen. Kann noch früher sein, aber das ist eigentlich in Ordnung. Und natürlich mehr Leben. Und es ist auch direkt weg. Und nochmal Ausweichen und Lifestyle. Wir brauchen eh hier nichts von. Außer Elementarschaden kann man sagen, falls wir das Buch kriegen. Aber ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir das Buch bekommen, muss man auch sagen an der Stelle, weil natürlich, wir haben sehr, sehr viele Items mit dieser Mod. Und 5 Technik gönne ich mir nochmal. Regenerationstrank, damit haben wir das nächste rote Item raus. Und Weakness Detection nehmen wir auch mit, dann können wir theoretisch auf Crit noch gehen und damit irgendwas anfangen. 5 Technik, 5% Angriffstempo und kein Nachteil. Nice, nehmen wir mit. Geschütz nehmen wir auch mit. Jetzt kommen die Technik-Items rangeflattert. Radar nehmen wir natürlich auch mit. Taschenfabrik, wie gesagt, ist sinnlos, weil die uns den Bildschirm einfach dann nur mit Müllturrets zuspammt und das brauchen wir nicht. Reichweite ein bisschen. Ich meine, ich weiß nicht, wofür ich Reichweite brauchen könnte. Eigentlich brauche ich keine Reichweite. Wir gehen sofort weiter in die 21 mit einem V. Das heißt, ich muss wieder ein bisschen aufpassen. Aber da ich jetzt den Extramagen bekommen habe, müsste ich eigentlich relativ safe sein. Weil wir können jetzt natürlich 10 Leben pro Stage mitnehmen. Also 100 Leben, bis wir in Level 30 sind, extra bekommen. Und ich glaube, das ist schon relativ gut. Wir haben jetzt auch schon fast 100 Leben von Natur aus. Wir sind im Level ganz gut dabei durch unsere Ernte, die jetzt natürlich leider weniger werden wird, was sehr schade ist. Aber wir können noch... so 5 Runden oder so wahrscheinlich von unserer Ernte ganz gut leben. Und dann ist sie natürlich langsam Richtung Nullpunkt unterwegs und bringt uns dann irgendwie auch nichts mehr. Das heißt, ich muss versuchen, schnell nochmal so ein Item zu kriegen, das uns mehr Materialien gibt, wenn wir Gegner killen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Weil uns das natürlich später dann auch... am Leben halten wird. Wir brauchen das einfach. Benzintank brauchen wir nicht. Aber wo könnte ich mitnehmen? Falls wir das Buch bekommen, weil wir dadurch keinen Nachteil haben, das mitzunehmen. Oh, verbessertes Werkzeug wäre auch so gut zu kriegen. Das wäre so extrem gut. Technik nochmal. Komm schon, verbessertes Werkzeug, ich bitte dich. Komm einfach. Ring der Selbstjustiz. Ach komm, der geht immer. Ring der Selbstjustiz geht immer. Nochmal ein Technik, nochmal ein Technik für 2 Leben. Leben haben wir ja eh genug jetzt. Was haben wir hier? Nichts, was wir brauchen. Explosivgeschosse brauchen wir aktuell auch nicht. Ich hole mir noch ein paar Leben.
Hiervon brauchen wir auch nichts. Tempo und Technik, ja, drei Technik nimmt man mit. Und hiervon brauchen wir auch gar nichts. Hiervon auch nicht. Alienzunge kann man nochmal mitnehmen. Ein bisschen mehr sammeln und wir können auch ein bisschen Toxin apply. Warte mal, muss ich dafür Gift haben? Oder bedeutet das, ich habe plus 20%? Ich habe ja kein Gift, also würde das ja, glaube ich, nichts bringen. Ich glaube, das bringt nichts. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, dafür muss ich Gift haben, damit das was bringt. Okay, jetzt müssen wir aufpassen wieder. Okay, never mind. Nee, die sind einfach auch direkt weg. Ich fühle mich relativ sicher gerade, aber ich fürchte, Hochmut kommt vor dem Fall. Das Gute ist, dass ich glaube, mit unserer Strategie gerade bringt mir verbessertes Werkzeug gar nichts, weil meine Drohnen, die um mich rumfliegen, glaube ich, keinen Vorteil von Attack Speed haben. Also ich wüsste nicht, was für ein Vorteil. Die sind ja die ganze Zeit da, das heißt, das bringt nichts. Vielleicht treffen die dann die Gegner öfter mit ihren Angriffen, also diese Rasierklingen-Dinger, dass sie einfach öfter Schaden machen. Aber ich glaube, Attack Speed bringt uns an sich erstmal gar nichts. Was natürlich ganz gut ist. Für die Türme ist es besser, wenn wir es bekommen, logischerweise. Wir haben jetzt eigentlich diese Wave auch gar nicht so schlecht Geld gemacht, muss ich sagen. Dafür, dass 33% weniger droppt. Chamäleon, wir brauchen kein Ausweichen mehr, wir sind am Maximum. Glück würde ich nochmal ein bisschen mitnehmen. Technik natürlich sofort nochmal ein... Obwohl, ich nehme kein Standardgeschütz mehr mit, weil wir wollen jetzt eigentlich andere Sachen haben. 8 Technik. 5 Leben verlieren wir, 3 LP-Regeneration kann ich mit leben. 2 Technik, 5 Reichweite ist auch ganz nice. Mehr Gegner. Wäre nicht schlecht, dass wir einfach ein bisschen mehr Geld bekommen. Angriffstempo pro Gegner ist auch gut, weil wir dadurch keinen Nachteil haben. Rüstung ist uns ja egal. Dich würde ich auch nochmal mitnehmen, glaube ich, oder? Nee, erstmal nicht. Da, hier haben wir das zum Beispiel. Angriff haben eine Chance, Gegner zu vergiften. Das hätte ich vielleicht schon mal mitnehmen sollen früher. Fällt mir auf. Oh, nice. Nochmal ein UAV. Und wir haben wieder ein Radio auf Rot. Ihr wisst, was das heißt. Radio auf Rot fliegt raus. Wir holen uns ein neues und können damit wieder Technik stacken, was sehr, sehr wichtig ist. 25% Schaden für keine Rüstung wird sich auch noch gegönnt. Und dann hoffe ich einfach mal, dass das Gift ganz guten Schaden machen wird. So, das müsste jetzt... Moment, kann ich das Gift überhaupt mit meinen Sachen drauf stacken? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Kann ich das Gift überhaupt da draufballern? Es sieht nicht danach aus, als würde ich das Gift verteilen. Hm, okay, dass ich glaube, die Sachen, die ich habe, können gar kein Gift hinzufügen. Fürchte ich. Es sieht zumindest gerade so aus, als könnten sie das nicht. Ne, ich sehe keinen einzigen Gift-Stack. Das sieht so aus, als würde Gift mit Konstruktion oder Technik-Items nicht funktionieren. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass die Gegner einfach zu schnell sterben. Wir gönnen uns einen niedlichen Affen. Wolfsam ist in der Theorie gut, wenn wir das Buch hätten. Ich habe das Buch aber nicht, deswegen... Ich will keine Technik verlieren. Banner ist gut. Wir brauchen keinen Lifesteal, also nehmen wir das mit. Und nochmal 20 Glück ist perfekt. Dann haben wir immerhin 100 Glück. Ah, Diebstahl. Diebstahl sehe ich auch sehr, sehr gerne. Was könnten wir denn hier Schönes klauen? Irgendwas Teures. Ah, das ist alles jetzt nicht ultra teuer, aber ich will hier schon was von haben. Und wir müssen das ja dann, wir müssen es klauen. Wir haben keine Wahl. Aber immerhin schon mal was ganz Gutes. Gegner verlangsamen, ein bisschen mehr Glück gönnen wir uns auch. Ernte ist egal an dem Punkt. Leben sind ganz nett, aber ich würde das Glück gerne behalten. Und da ist der Glückspfennig. Okay, das ist krass. Das ist richtig krass. Wir haben keinen Nachteil und Crit wird jetzt in Glück umgewandelt. Gut, dass ich eben so viel Crit mitgenommen habe. Jetzt haben wir nämlich extrem viel Glück, was natürlich nochmal dazu führt, dass wir auch viel mehr Kisten kriegen, in denen dann bessere Sachen drin sind. Und wir wollen natürlich alles sehen, was irgendwie geht. Ich hatte noch kein Bandana. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich noch ein Bandana möchte. Aber eigentlich wäre Bandana schon ganz nice, weil Durchdringung ist immer gut. Aber ich habe halt fast nur diese
Sägeblattteile und die brauchen kein Bandana. Also vielleicht ist Bandana auch nicht so sinnvoll. Bandana würde natürlich für meine Türme auch noch was bringen. Aber die Frage ist, wie effizient sind meine Türme aktuell ohne das verbesserte Werkzeug leider? Also ich sag's euch mal so, wenn wir gleich nochmal diesen komischen Radioturm sehen, ich nehme den mit. Ich möchte mir den einfach anschauen, auch wenn das vielleicht nicht die optimale Wahl für unseren Charakter ist. Ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir mit unserer Fähigkeit genug Dinge bekommen haben. Falls dieser Radioturm nochmal kommt, werden wir den einstecken. Ansonsten werde ich den vielleicht nochmal einen Run mit dem extra machen, weil ich will sehen, was der kann. Oder wir schauen uns den im Stream an oder so, mal sehen. Ah, ich will den sehen. Buch nehmen wir auf jeden Fall mit, let's go. Toxin ab, ach komm, Toxin nehme ich jetzt auch einfach mit. Ich habe keine Ahnung, ob meine Sachen Toxin stacken können. Bis jetzt habe ich es nicht gesehen, also müsste ich wahrscheinlich davon ausgehen, dass es nicht geht. Aber wer weiß. Ja, es ist alles egal, was hier kommt. Ich will aber nicht noch mehr drehen. Wolfsheim ist uns egal. Wir brauchen ein neues Radio, wenn es geht. Diplom, ey, nice. 10 Technik, nimm mal mit. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Da machen die Dinger gar nicht mal so wenig Schaden. Stromgenerator können wir nicht nutzen, aber wir können ihn mitnehmen, damit er weg ist. Jedes Special-Item, was weg ist, ist, glaube ich, gut für uns. Und deswegen kaufen wir das raus, dann haben wir ein lilanes Item weniger, das kommen kann. Gerade jetzt, wenn wir mehr Kisten kriegen werden, weil wir jetzt einen guten Glückswert haben. Ich sollte jetzt auch weiter auf Crit gehen. Also der Lego-Stein wäre sogar ein extrem geiles Item für uns. Mehr Crit, mehr Technik, kein Nachteil. Das ist eigentlich das beste Item, was wir gerade kriegen können. Gibt uns im Grunde 15 Crit, 30 Glück und 3 Technik. Als lilanes Item, das jetzt nicht besonders teuer ist, ist schon perfekt eigentlich. Ich muss sagen, diese schießenden Viecher, die machen auch sehr, sehr viel Schaden, weil sie eben krippen können. Aber ich wünschte, die Rasierklingen könnten krippen. Ich wünschte es. Das würde einfach nochmal ein anderes Level von krass ergeben, wenn die krippen könnten. Die sind natürlich trotzdem heftig, weil sie einfach die Gegner komplett... Also wenn man in der Nähe eines Gegners bleibt, wird der so hart wegbasiert. Das ist einfach nur krass. Langsam machen wir auch leider nicht mehr ganz so viel Geld, muss man sagen. Boah, was ist das denn? Schwarmraketenschießer. Oh mein Gott, der sieht auch geil aus. Lego, nice. Das Spiel hat mir zugehört. Wir kriegen 15 Crit, 30 Glück und 3 Technik. Sehr, sehr nice. Nochmal Tyler. Ja, komm ran, Tyler. Willkommen. Oh, wichtig. Noch mehr Materialien. Wichtig. Sehr, sehr wichtig, dass wir das kriegen. Ich würde jetzt auch gerne eigentlich nochmal irgendwie austauschen. Weil ich will noch mal ein bisschen Technik absnacken. Und wenn wir hier eh schon jetzt... Ah, es ist aber auch sehr viel Geld, was ich dafür ausgebe. Ich glaube, wir lassen das jetzt. Ich glaube, wir haben die Fähigkeit gut genug verwendet. Und müssen jetzt irgendwie versuchen, ohne die zu überleben. Oder vielleicht mal ein Radio zu switchen. Aber ja, hier so ein Radio austauschen könnte man sich noch gönnen. So, wir holen uns das niedrigstufigste Radio. Das ist am teuersten. Das heißt, wir haben gerade sogar noch Geld gewonnen. Weil ich habe 100 irgendwas gekriegt und habe 96 ausgegeben. Und das Teil können wir jetzt dreimal aufwerten. Ist also wieder eine Investition von 3. Es gibt 2 Technik pro, also 6 Technik insgesamt kriegen wir. Und 15 Ernte, aber die 15 Ernte ist halt whatever. So, ist nett, aber wird keinen großen Unterschied mehr machen. Aber dass wir jetzt auf jeden Fall nochmal die zerrissene Hosentasche gekriegt haben. Und damit natürlich nochmal ein bisschen mehr Materialien aus den Gegnern rausquetschen können. Das ist sehr, sehr gut. Mal so ein klitzekleines bisschen rausquetschen, weil wir können jetzt wirklich an dem Punkt alles Geld brauchen, das wir kriegen. Aber da meine ich halt, das ist jetzt ganz gut. Diese Sachen arbeiten wirklich sehr gut dem entgegen. Und es fühlt sich viel, viel angenehmer an. Das muss man sagen. Es fühlt sich viel, viel angenehmer an, diesen Charakter hier zu spielen mit der Mod, die uns jetzt noch die Möglichkeit gibt, mehr Materialien zu verdienen. Weil ich persönlich finde immer, was ich ja auch schon ganz oft gesagt habe, dass diese Sachen, die einem minus Materialien geben, da fühlt sich ein Charakter einfach nicht mehr gut an. Weil du
sowieso schon im Endlos-Modus so wenig Materialien im Vergleich bekommst zum normalen Modus und dann bekommst du, gibt es ja Charaktere, die kriegen 50% weniger oder so. Und das tut dann schon wirklich weh. Crit ist Glück, nehmen wir mit. Let's go. Oh, let's go. Metalldetektor auch sehr, sehr gut. Das tut einfach weh und das nimmt dann auch ein bisschen den Spaß raus, finde ich. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass die Mod hier wirklich viele Möglichkeiten hat, wie man das so ein bisschen attraktiver machen kann. Dass man sagen kann, okay, dieses weniger Materialien fühlt sich gar nicht so schlimm an, weil man ja sowieso noch relativ viele Materialien bekommt. Oh mein Gott, meine... What? Die haben den komplett zerstört wieder. Oh mein Gott, das ist... Ich hatte noch nie so einen geilen Technik-Run. Logischerweise, weil ich diese Mod noch nie gespielt habe, aber... Das ist ja komplett lächerlich. Jetzt kriegen wir auch noch Geld aus Kisten. Das kommt natürlich ein bisschen spät, aber 30 Materialien pro Kiste ist besser als gar nichts. Also ich würde sagen, wir haben jetzt für diesen Teil, in dem wir gerade sind, unser Geld ganz gut unter Kontrolle. Natürlich, wenn später die Inflation dazukommt, also die stärkere Inflation dazukommt, dann mal sehen, ob ich dann auch noch mein Geld unter Kontrolle habe. Aber aktuell... würde ich sagen, sind wir eigentlich relativ entspannt unterwegs, was Geld angeht. Wir kriegen uns durch unser ganzes Glück noch haufenweise Kisten. Wir haben jetzt nur in der Runde alleine, ja, übel viel Geld gemacht eigentlich. 700. 1000. 1006 mit einem Charakter, der 33% weniger Materialien droppt. Das ist einwandfrei. Heilgeschütze nehme ich nicht nochmal mit. Mehr Gegner gönnen wir uns auch. Tentakeln auch, damit sie irgendwann vielleicht weg sind. Glück habe ich genug. Deswegen nehme ich nochmal 12% Schaden mit für die Radios, die dann ja ordentlich rausknallen. Glücksbringer, let's go. Ich habe zwar eigentlich genug Glück, aber so ein Glücksbringer geht noch. Abwart. Weil wir dann dadurch keinen Nachteil kriegen. Und hiervon brauche ich nichts. Radio in Lila brauchen wir definitiv auch nicht. Hier kommt schon irgendwas Gutes. 30 Glück, 10 Ausweichen, 5 Crit. Ohne Nachteil und ist einzigartig. Das würde ich sagen, nehmen wir mit. Ist eine Menge Glück, 40 Glück, weil 5 Crits sind ja auch nochmal 10 Glück. Ausweichen ist egal, aber 40 Glück für ohne Nachteil kann man machen. Und dann gönnen wir uns gleich auch noch die Antenne auf jeden Fall. Ich drehe jetzt kein Geld weg. Ich könnte jetzt das Ding hier verkaufen und wieder in Blau kaufen, aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Der Charakter macht auch ziemlich Spaß, also der fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Ist, würde ich sagen, auch der beste Technikcharakter, den es in der Mod gibt. Es gibt noch so einen anderen Charakter, der ist auch richtig cool, aber der funktioniert ein bisschen anders. Der zerstört seine Konstruktion. Also auf dem will man auch ganz viele Konstruktionen mitnehmen, aber der zerstört die und gibt einem dafür Stats. Das heißt, es ist gar nicht so ein klassischer Technik-Run. Da kann man nämlich zum Beispiel all diese Items, die wir gerade benutzen, gar nicht benutzen, weil diese Boomerang-Sägeblätterteile, die würden halt einfach am Anfang der Runde verschwinden. Und der würde dann Stats bekommen. Aber der hat auch Potenzial. Der ist auch ziemlich cool. Der kann halt extrem viel Schaden dann rausdrücken. Ah, ich habe auch gerade gesehen, dass wir Gift verteilen. Okay, wir können Gift verteilen. Ich nehme alles zurück. Bei den stärkeren Gegnern sehe ich gerade, dass wir Gift verteilen können. Und da hat mich gerade ein Gegner berührt mit 0 Rüstung in Welle 28. Es hat wehgetan. Aber wir haben überlebt. Und das ist das Wichtigste. Und warum haben wir überlebt? Weil wir einen Extra-Magen bekommen haben. Metalldetektor nochmal. Let's go. Wichtig. Toxin verbreitet sich noch mehr, nehmen wir jetzt einfach mit. Antenne gönnen wir uns auch. Und wir kriegen direkt wieder ein weißes Radio. Das ist ja perfekt. Machen wieder ein bisschen Plus. Und natürlich kann das jetzt wieder schön die ganze Zeit umsonst aufgewertet werden. Nochmal Ring der Selbstjustiz. Ach komm, Ring der Selbstjustiz, den kann ich nicht liegen lassen. Der muss einfach mit. Dann haben wir den zweimal. Ich hoffe jetzt, dass wir Welle 30 schaffen. Natürlich sind so Charaktere, die gar keine Rüstung bekommen, extrem limitiert. Das darf man auch nicht vergessen. Gar keine Rüstung ist einfach ein extrem krasser Nachteil. Wenn man keine Bärtierchen bekommt, was bis jetzt noch nicht so gut geklappt hat. Und man dann irgendwie Pech hat mit dem Ausweichen und nicht genug Schaden macht oder so, dann ist man halt irgendwann ein One-Shot. Selbst wenn man 1000 Leben hat oder so, 1000 Leben sind halt irgendwann einfach nichts. Deswegen extra, man kann einen nur eine gewisse Zeit lang retten und dann irgendwann ist vorbei. Bedeutet, wenn ich jetzt keine Bärtierchen kriege, werden die 30er schon sehr, sehr schwierig werden tatsächlich. Und wir haben hier auch schon ein bisschen gefährlichere Gegner. Vielleicht versuche ich noch ein bisschen aufs Gift zu gehen oder so, dass wir noch ein bisschen Gift spreaden und damit noch ein bisschen Schaden extra machen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden das Gift macht. Wir haben 150 Ernte leider nur noch.
20 Glück. Wir brauchen eh keinen Lifesteal. Also her damit. Taschenfabrik brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Crit ist Glück. Nehme ich mit. Da drehe ich jetzt kein Geld rein. Virus nehmen wir auch nochmal mit. Glück brauche ich wirklich nicht mehr mit so Items mitnehmen. Ernte lohnt sich auch für uns nicht mehr. Diplom, nice. Nochmal Technik, nochmal XP. Wir haben 223 Technik. Das ist für einen Technikcharakter schon echt verdammt viel. Weil man Technik auch gar nicht so einfach bekommt. Normalerweise. Also das ist schon ordentlich. So, jetzt bin ich gespannt. Wie viel reißt ihr so? Damn. Oh, ihr macht mir sehr, sehr viel Schaden. Ich würde gerne einmal hier die Kleinen loswerden und den loswerden. Nice, sehr schön. Wir haben's. Welle 30 mit 0 Rüstung. Easy, gar kein Problem. Unser Schaden ist einfach on point. Ich bin einmal kurz reingerannt in einen Angriff, aber ansonsten gar kein Problem. Und wir können jetzt richtig schön Asche noch machen. Weil wir jetzt auch schon 3 oder 4 Metalldetektoren haben, also auch schon entweder eine 15- oder 20-prozentige Chance, die Sachen hier zu verdoppeln, was auch sehr krass ist, wenn wir das mit den zerrissenen Hosen oder mit den zerrissenen Hosentaschen kombinieren, weil wir dann ja nochmal mehr Materialien aus den Gegnern droppen. Und eine Jagdtrophäe wäre auf diesem Charakter auch gar nicht so effektiv, so wie wir ihn gerade spielen, deswegen Jagdtrophäe ist eher uninteressant. Ein Apfel. Ich meine, ja, warum nicht? Kann man mitnehmen. Rüstung können wir nicht kriegen. Max-RP können wir kriegen. Tempo können wir nicht verlieren. Also sind das einfach 5 Max-RP. Ja, warum nicht? Nehmen wir auch mit. Nochmal Crit ist ein bisschen Glück. Pilzhut lohnt sich nicht mehr, weil ich die Ernte daraus nicht brauche. Wir drehen jetzt, glaube ich, nur 2-mal. Oh, eine Fabrik. Eine Fabrik könnten wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Und wir könnten das Ding hier auch mitnehmen, aber dafür müsste ich dann die beiden... Ich glaube, ich bleibe bei den 2 Radios, weil die Radios kritten können, sind die Radios schon gar nicht so schlecht. Aber ich sag mal so, falls wir einen Riesengürtel bekommen, werde ich, glaube ich, nur auf die Radios gehen. Weil natürlich dann ist der Damage von den Radios einfach viel, viel besser. Oh mein Gott. Oh nee, bitte nicht, das ist die schlimmste... Oh, das war die schlimmste Runde bis jetzt. War das 2-mal Schnappi und 1-mal der Charger? Ich glaube schon. Oder es war zumindest, es war auf jeden Fall 1-mal Schnappi und 1-mal der Charger. Es kann aber auch sein, es könnte sein, dass es 2-mal Schnappi war. Ich bin mir nicht 100%ig sicher. Aber das war ja ekelhaft. Da konnte man ja überhaupt nicht mehr ausweichen. Ja, Glück gehabt. Da hat mein Ausweichen, also mein Stat im Ausweichen, mir einfach nur den Arsch gerettet. Da hatte ich Glück. Mehr war das nicht. Aber damit sollten wir die Bälle auch easy haben. Haben wieder 1000 Materialien gemacht. Also geldtechnisch bis jetzt echt gut. Köder nehmen wir mit. Karte größer machen sehe ich keinen Nutzen drin. Und da wir eh kein Tempo kriegen können. Ah, verbessertes Werkzeug wäre so gut bestimmt. So, wir schmeißen wieder ein rotes Radio raus. Kaufen uns wieder ein weißes Radio. Und gucken dann, ob wir vielleicht noch irgendwas bekommen, was uns ansatzweise was bringt. 10 Crit. Ohne Nachteil, nehmen wir mit, ist wieder Glück und wir haben bald die 500 Glück voll. Okay, ich hab's gesagt, oh, okay, wir kriegen auch das seltsame Buch. Okay, das ist krass. Ich hab's euch gesagt, wenn wir den Riesengürtel kriegen, switchen wir aufs Radio, weil Krippen können mit dem Riesengürtel ist gigantisch wichtig. Und dementsprechend muss ich da switchen. Wir werden also die krassen Sägeblätter jetzt rausschmeißen, weil die vom Damage einfach jetzt ohne Crits nicht mithalten können. Es geht einfach nicht. Wir machen 1000 Schaden mit den Drohnen oder so und die Sägeblätter machen 186. Die Sägeblätter waren sehr, sehr cool, aber wie immer fürs Late Game einfach zu schwach, weil sie eine Konstruktion sind und damit nicht critten können. Sehr, sehr schade. Trotzdem ein sehr cooles Item auf jeden Fall für den frühen Run. Carried einen das komplett durch. Ich meine, der erste Elite-Gegner, ich musste nichts machen und der ist einfach verschwunden. Aber dann machen wir jetzt auf jeden Fall den Switch. Schmeißen alles raus, was kein Radio ist. Und dann krippen wir uns hier nochmal schön durch die Wellen. Obwohl das Problem ist jetzt, wenn ich auf die Radios gehe, wir haben keine Durchdringung, weil ich kein Bandana bis jetzt gesehen habe.
Das bedeutet, das Risiko ist natürlich schon da, wenn ich jetzt auf die UAVs gehe, dass wir diese Mengen an Gegnern nicht mehr unter Kontrolle haben, weil aktuell sind meine Sägeblätter halt schon sehr gut, also die sind stark. Nur wenn ich jetzt an die Zukunft denke, glaube ich, dass die nicht mehr so lange so krass sein werden, fürchte ich. Ach komm, 25% XP für einen Nachteil, die 8 Glück interessiert uns gar nicht. Ziftrelikt, nice, okay, das ist wichtig, also... Jetzt auch nicht ultra krass, aber ist schon mal... Oh, hat geklappt, nice. Also, dich nehmen wir mit. Damit kriegen wir schon mal Technik für Elementarschaden. Das ist sehr, sehr gut. Mache ich das jetzt? Also, wir schmeißen eins raus. So, das ist entschieden und gehen auf Radius. Und dann gucken wir einfach mal, wie es läuft. Wingman. Oh, den haben wir auch noch gar nicht gesehen. Der spawnt einfach auch noch mehr von diesen Typen, oder? Das sind auch Wingman, oder? Ja, der spawnt einfach noch mehr von denen. Let's go. Kriegen wir noch mehr von denen. Abfahrt. Noch ein Radio. Wir können noch mal ein bisschen mehr Gift verteilen. Okay, wir sind auf einem guten Weg. Technik, let's go. Einziges Problem ist die Rüstung. Tausend... 97 macht das. Das passt also einwandfrei. Das macht guten Schaden. Die UAVs, die sind es jetzt. Und jetzt spawnen wir halt noch mehr von denen, weil wir nochmal dieses Item gekriegt haben. Aber die Gegner werden natürlich auch langsam schon ziemlich tanky, muss man sagen. So ein Bandana wäre schon wichtig jetzt. So ein Bandana wäre schon richtig nice jetzt, dass wir einfach durch Gegner durchschießen können. Vielleicht nehme ich sogar die scharfe Kugel mit, wenn ich sie nochmal sehe. Ich habe die irgendwie am Anfang ein paar Mal gesehen, aber da habe ich sie nicht mitgenommen, weil da wollte ich sie nicht. Aber jetzt bereue ich es irgendwie ein bisschen, dass ich die nicht eingesteckt habe. Weil die schon uns auch sehr, sehr helfen könnte hier. Gift-Tonikum ist nochmal Crit und wir brauchen keine LP-Regeneration. Wir sind sowieso One-Shot, wenn uns was trifft. Elementarschaden ist Technik. Nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit von mir aus und das ist komplett egal an dem Punkt. Crit ist Glück. Ich weiß gar nicht. Glück brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ich nehme nochmal Angriffstempo mit auf die Hoffnung hin, dass wir irgendwas bekommen dafür. Feuergeschütz, let's go. Feuer können wir jetzt theoretisch auch mitnehmen, weil wir jetzt auch auf Elementarschaden gehen. Aber jetzt werden die Items natürlich auch langsam unangenehm teuer wieder. Das macht das Ganze jetzt nicht besser für uns. Weil jetzt natürlich geldtechnisch fallen wir immer weiter nach hinten, weil wir kein Scaling haben beim Geld. Ja, wir kriegen vergleichsweise ganz gut Geld für einen Endless-Modus-Run mit einem Charakter, der 33% weniger droppt. Aber Ernte ist jetzt tot. Wir haben nie wieder Ernte in irgendeiner relevanten Höhe. Und dementsprechend können wir jetzt wirklich nur noch das Geld aus den Runden verdienen. Wir haben keine Jagdtrophäe. Eine Jagdtrophäe wäre jetzt tatsächlich ziemlich geil, weil unsere UAVs ja nur noch krippen. Das heißt, jetzt wäre eine Jagdtrophäe gar nicht so schlecht. Aber natürlich müssen wir die erstmal kriegen. Und bis jetzt kam leider noch keine einzige. Ich bin mal vorsichtig optimistisch und sage, dass wir die 40 noch schaffen. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich weiß es nicht. Null Rüstung ist halt schon wirklich ein krasser Nachteil. Oh, und wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn ich jetzt noch mehr von diesen Boomerang-Teilen wegmache, dann haben wir das Problem, dass ich auch keine Projektile mehr absorbiere. Ich glaube, ich behalte 5 Stück von denen oder wie viele auch immer das sind. Ne, noch mehr Geld. Nice. Das nehmen wir nicht mit Inflation auf keinen Fall. Also ich behalte, glaube ich, 1 von diesen Dingern. Ich behalte hier 1 von denen, dann absorbieren die noch Geschütze. Und ich habe es gesagt, scharfe Kugel würde ich mitnehmen. Es muss jetzt einfach sein. Wir brauchen Durchschlag. Und Lotterieticket gönnt. Nice, sehr schön. Und nochmal. Nice. 90% sind natürlich sehr wahrscheinlich, dass sie gönnen. Aber es muss nichts heißen. Durchschlagschaden erhöhen ist wichtig, weil wir den gerade gekillt haben mit der scharfen Kugel. Waffen erscheinen nicht länger im Shop. Warte mal. Also wenn man das mitnimmt, dann kriegt man nur noch Items und angenommen, das ist unser fertiger Bild. Weil, sind wir ehrlich, ich glaube, es kommt nichts mehr, was ich machen werde. Ich werde jetzt auch aufhören, die Sachen zu verkaufen, um neu zu kaufen, weil das einfach zu teuer wird. Das wird einfach zu teuer, jetzt das weiterhin zu machen. Bam. Ich habe es entschieden, wir probieren es aus. Keine Waffe mehr im Shop, wir haben unseren fertigen Bild. Jetzt mal gucken, was wir da noch so für Items geben. Oh mein Gott, haben die gerade die Gegner zerstört. Wait.
Okay, die UAVs haben gerade komplett die Gegner wegrasiert. Das bedeutet natürlich auch, wir können jetzt nicht mehr unsere Fähigkeit verwenden, dass wir Technik kriegen, wenn wir Items aufleveln. Das können wir noch dreimal machen und dann war's das. Ich denke aber, dass wir dadurch genug Technik verdient haben und ich glaube, wir können damit jetzt ganz entspannt... Aua, 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 ein Treffer. Wir können damit jetzt ganz entspannt weitermachen mit den Waffen. Aber das Einzige, was ich probiert hätte, wäre noch diese Kriegsdrohne mitzunehmen tatsächlich. Aber die kommt jetzt halt auch nicht mehr und wenn sie kommt... Oh mein Gott, wenn sie kommt, dann ist es auch unwahrscheinlich, dass ich sie mir erstmal leisten kann. Oh, 190 Damage machen die Charger. Ja, null Rüstung, by the way, und kein Bärtierchen. Aber wir haben jetzt eine höhere Chance auf Bärtierchen, weil wir ja nur noch Items bekommen im Shop. Bandana, nice. Kartoffel, ja, okay, nimm mal mit. Ich nehme nochmal Leben mit. Oh, wir kriegen noch so eins, nice. Das gönne ich mir doch direkt auch mal. Und nochmal eine Lotterie. Und wieder gewinnen. Natürlich werden die Lotterietickets jetzt auch immer schlechter, je länger der Run geht. Oh, nochmal das Ding. Oh mein Gott. Wir werden reich. Naja, nicht wirklich. Unser Geld ist jetzt nicht mehr so gut. Was ist das denn? Ein Technik pro Tempo. Nein. Ich kann kein Tempo kriegen. Ich kann kein Tempo kriegen. Oh, das tut weh. Das tut richtig, richtig weh, dass ich keine Technik kriegen kann. Technik pro Tempo wäre für den Endless-Modus auf jeden Fall auch krank. Also wirklich, man kriegt hier wirklich kranke Technik-Kombos mit dieser Mod. Oh, wäre das geil gewesen. Ich muss jetzt aber extrem aufpassen. Jedes bisschen Schaden, das wir kriegen, ist ultra viel. Und ich werde halt auch nicht schneller. Die Gegner werden immer schneller. Ich werde nicht schneller. Das ist ein riesiger Nachteil, den man echt nicht unterschätzen darf im Endless-Modus. Wir können natürlich die Eckenstrategie probieren. Ich weiß aber nicht, ob die so gut funktioniert mit dem, was wir haben, ehrlich gesagt. Nice. Noch zweimal Kisten. Extra-Mann gibt natürlich auch sein Bestes, mich am Leben zu halten. Oh, mich am Leben zu halten. Habt ihr jetzt gerade gesehen? Das war schon wieder irgendwie 190 Schaden oder so. Mit einmal irgendwo reinlaufen und Pech haben, dass ich nicht ausweiche. Oh Mann, das ist so gefährlich. Kit brauchen werde ich nicht mehr. Aber ich will ja auch kein Geld reindrehen. Oh mein Gott, ist das teuer. Ja, keine Ahnung. Ich will kein Geld reindrehen. Rutile können noch öfter durchdringen. Nice. Und das war unser Geld. Ja, wir werden jetzt geldtechnisch komplett zerstört. Jetzt merkt man das. Wir können unsere Ernte nicht mehr verwenden. Wir können unser Geld wirklich nicht mehr so gut verdienen. Und dann wird es langsam ein bisschen knapp. Die Inflation steigt. Ich bin optimistisch, dass ich die 40 vielleicht noch erreichen könnte. Aber ich glaube, nach der 40 sind wir sehr schnell weg. Weil dann werden die Gegner wahrscheinlich auch genug Schaden machen, um mich ohne Rüstung zu one-shotten. Selbst wenn ich 300 Leben habe. Zumindest die stärkeren Gegner. Weil das Scaling von denen ja auch nicht linear ist. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie dann an dem Punkt sind, an dem es gefährlich wird. Noch machen sie mir nur 200 Schaden oder so. Dann werden die mich... Oh! Tja. Ja gut, da waren die Tentakeln. Die haben gesagt, nope. Wir treffen dich einfach zweimal in Folge und machen dir 238 Schaden. Ich habe aber, wie gesagt, ich denke nicht, dass wir weitergekommen wären als in die 40, weil das Geld einfach gefehlt hat und die Gegner immer stärker werden. Wir haben aber, würde ich sagen, von den Techniksachen sehr, sehr viel gesehen. Wir haben sogar noch ein neues Item freigeschaltet. Ein zufälliges Item wird aufgewertet. Das könnte hilfreich sein, je nachdem, wie teuer das ist. Wir haben schon mal UAV gesehen. Fand ich richtig cool. Das war mein Favorite. Das war damage-technisch nicht das Beste, aber war mein Favorite. Wir haben Wingmen gespawnt. Die waren auch ganz cool. Haben auf jeden Fall damage-technisch mehr gerissen als das Ding hier. Muss man sagen, weil sie eben krippen konnten. Der Crit-Unterschied macht, da hat man es einfach gesehen. Der Crit-Unterschied macht mega viel aus. Wir haben das hier gesehen, auch wieder ein neues Item. Wir konnten alle Items aus dem Shop oder alle Waffen aus dem Shop löschen. Ein paar coole Technik-Items noch gesehen. Lego war wirklich stark. Und ja, hier das Ernte-Item fand ich auch echt gut früh im Run. Der magische Spiegel ist einfach krank. Den hatten wir letztes Mal auch schon, aber der ist einfach krank. Ich liebe diese Mod, sie macht ultra viel Spaß. Wenn ihr sie noch nicht getestet habt und am PC spielt,
da, beziehungsweise über Steam spielt, dann gönnt euch auf jeden Fall diese Mod. Probiert die mal aus, die macht ultra viel Spaß. Und damit würde ich sagen, haben wir einen Technikteil auch abgeschlossen, was diese Mod hier angeht. Schreibt mir gerne nochmal rein, ob ihr Interesse daran hättet, dass ich mir diese fette Kriegsdrohne anschaue. Nochmal in einem Video, falls wir nochmal irgendwie sowas in die Richtung machen sollten. Ansonsten lasst mir natürlich auch gerne einen Kommentar da, das unterstützt ein bisschen das Video. Ich freue mich immer, euch zu lesen. Lasst mir auch gerne ein Like auf dem Video da, das unterstützt mich natürlich ebenfalls. Und ansonsten sage ich, bleibt gesund, habt noch einen ganz schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder in Brotato eskalieren. Ciao, ciao, Leute.